Wir wissen nicht, ob das unsere Schuld ist oder ob das die Schuld vom Verkäufer ist. Ne? Unsere neue Maschine ist da, sieht groß aus, riesig. Und das Allerwichtigste hier, da steht Made in Italy drauf. Hier als Made in Germany Firma haben wir uns für dieses Gerät Made in Italy entschieden, weil wir haben schon ein Gerät von der Firma, wo wir sehr, sehr glücklich sind. Wir brauchen aber ein zweites, was mehr Fläche, werdet ihr gleich alles sehen. Und wir packen das Ganze mal hier aus. Oberarm. Und zu mir rüber. So. Ihr seht schon, das ist ein Riesengerät und es kommt auch schon auf einer Riesenpalette. Wir haben uns eine neue Bügelstation gekauft. Ihr kennt ja, ich kann euch das mal zeigen, ihr kennt ja unsere andere Bügelstation, die wir da drüben haben. Die ist wirklich mehr fürs Tailoring gedacht. Und wenn ich kurz hier was erzählen darf, und zwar, wenn man mich heute fragen würde, was macht den Unterschied zwischen einem billigen Fast-Fashion-Piece und einem Designer-Piece aus, hätte ich vor ein paar Jahren vielleicht vermutlich ja, was anderes erzählt. Heute würde ich sagen, man kann aus einem billigen Stoff, aus schlechter Verarbeitung, durch das richtige Bügeln, was unfassbar Hochwertiges machen. Wie die Nähte umgebügelt sind, wie das ganze Ding in Form gebügelt ist, das ist unfassbar wertvoll. Und ich glaube, ich habe auch zu dir gesagt, Julian, dass ich mittlerweile so der Fan bin. Auf Platz 1 sehe ich das Bügeln, dann kommt der Rohstoff, dann die Verarbeitung. Und deshalb haben wir hier ein neues Baby, was sehr teuer war, wirklich sehr, sehr teuer. Wir nicht immer da drüben auch unsere Retouren bügeln müssen, unsere Sachen vorbereiten müssen. Deshalb kommt die Maschine auch tatsächlich genau hier hin. Wir wollen die erstmal vorläufig hier hinstellen, dass wir hier erstmal unsere Sachen bearbeiten müssen. Wir müssen noch einen externen Auftrag bearbeiten. Und wenn das erledigt ist, gehen wir dann hin, dass wir das Ding auch mit in die Manufaktur reinnehmen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir das hübsche Ding auspacken und hier vom Podest heben. Das sieht. Das mag ich halt Made in Italy. Also wir hätten auch hingehen können, keine Ahnung. Es gibt ja auch viele China-Modelle davon, da muss man dazu sagen, die teilweise katastrophal sind. Das Gute daran ist, durch dieses Made in Italy bekommt man auch gewissermaßen einen Ansprechpartner, der erreichbarer ist. Wenn ich jetzt eine Maschine irgendwo in China kaufe, ist halt die Problematik, wenn was damit ist, hast du niemanden, der sich damit auskennt, der nicht weiß, was da drin ist. Und hier ist es so ein bisschen andersrum. Wir hatten ja auch schon mit der anderen mal Probleme. Und haben da eigentlich eine coole, günstige, schnelle Lösung gefunden, um das wieder in Betrieb nehmen zu können. Weil es ist manchmal schon, würdest du sagen, es sind sehr schlimm. Wir waren eine Woche ohne Bügelanlage, ne? Ja, gut gebügelt ist halb genährt. Boah, ja. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Das war für uns Katastrophe und haben das trotzdem schnell lösen können. Und wenn es irgendwie was elektrisches defekt ist, etc., wissen wir auch, könnte man jetzt an den Händler gehen. Da schickt uns jemand vorbei und repariert das. Das war zurück zu sagen, hast du gedacht, dass das Ding so groß ist? Nicht wirklich. Es wirkt wir haben überlegt, noch mal größere Version zu nehmen. Erinnerst du dich? Ja. Und wir haben gesagt, und dann haben wir debattiert, nehmen wir noch mal die größere Version. Also, da kannst du mich ja hinlegen und bügeln. Das ist sehr, sehr cool. Das Gute ist jetzt, normalerweise, wie gesagt, wenn man so irgendwas in China bestellt oder ich weiß es nicht, ist die Problematik, das müsstest du alles aufbauen. Hier ist alles schon fertig. Sie müssen eigentlich das ganze Ding nur aus dem Podest holen und anschließen. Das war's. Das ist die ganze Aufgabe, die wir heute hier mit uns genommen haben. Jetzt, Julian, pack mal die Kamera weg und wir holen uns das Ding mal hier runter. Geht's bei dir? Ja. Sehr gut. Schau mal, welche Seite richtig ist. Warte, wir stellen uns kurz hin. Ja, okay. So. Gut. Passt, oder? Ja. Bisschen Abstand lassen, weil da kommt noch der Arm noch. Hey, ja. Alter Falke. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie riesig das ist, Julian. Guck dir das mal an. Alter Falter, also das ist ja fast so groß wie unsere Stickmaschine. Absoluter Wahnsinn, was sagst du? Wunderschön. Geiles Teil. Hier müsste der Arm sein, der hinten rankommt. Oh ja, oh mein Gott. Kaputt. Bitte nicht. Oh. Neu lackieren. Nee, 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 alles gut, alles gut. Nichts passiert, nichts passiert. Alter, aber schau dir das mal an. Oh. Ganz schönes Teil. Alter Falter, das ist ja fast so groß wie unsere alte Bügelanlage. Das ist ja absurd. Heilige, legen wir das mal zur Seite, weil das müssen wir gleich anschließen. Ist da noch was drin? Oh, wir haben ein Rohr bekommen, damit es diesmal hier die Belüftung nicht direkt irgendwo hingeht. Cool. Also, das ist schon mal leer. Hatten wir noch was? Ich
glaube, hier ist unsere Bügelanlage und da drüben haben wir noch was. Also, was haben wir hier drin? Wir haben hier einmal unseren Bezug. Sehr schön. Dann haben wir unser Gestell. Sehr gut. Das machen wir auch mal hier raus. Auch kurz das Messer. Dann haben wir hier drin noch. Was haben wir noch hier drin? Oh ja, unser Gestell für das Bügeleisen. Kennen wir schon von unseren Geräten. Und Schrauben. Okay. Ich glaube, das allererste, was wir machen müssen, ich glaube, wir müssen diesen Riesenarm, ich glaube, wir müssen das nochmal kurz nach vorne schieben. Dass wir es nochmal vorziehen. Genau, das kannst du einfach stehen lassen. Dass wir hier so nochmal nach vorne ziehen. Uns das angucken. Wir haben es gerade gelobt, aber. Hier sind zwei. Hier sind zwei. Hier sind vier. Das sind, dann muss das hier da unten hin. Weil ich dachte, die haben schon vergessen, da hinten das Dings zu wegzuschneiden, weil das hier angefräst ist, also angeschnitten ist. Dachte ich, das kommt irgendwie da rein. Aber ich glaube, dass das hier dann hier zu diesen vier Schrauben kommt. Ja. Schau mal, da sind auch leere Öffnungen. Das heißt, hier brauchen wir die vier Schrauben und können das anbringen. Jetzt schauen wir noch mal kurz, wo die vier Schrauben waren. Nee, das sind keine vier Schrauben. Hatten wir irgendwo noch? Natürlich fehlen uns jetzt vier Schrauben, ne? Das ist aber doof. Hier ist nur eine Schraube. Hier waren auch keine dran. Vielleicht noch irgendwo in den Kartons. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Oh. Ja, das zum Eindrehen ist klar. Ansonsten hier war der Schlauch. Hier war die Abdeckung für den Arm. Das ist halt der Arm. In der Folie. In der Folie vielleicht höchstens, ja. Also hier sind schon ein paar Verschraubungen drin. Die machen wir jetzt mal raus. Ich weiß nicht, warum die so komisch verteilt sind. Die werden jetzt nichts Wichtiges sein, hoffentlich. Ich habe nämlich genau vier Schrauben, aber das ist für die Bügelstation. Das machen wir trotzdem mal alles hier raus. Und dann gucken wir uns mal an, ob auf der anderen Seite vielleicht auch noch mal vier Schrauben drin sind, weißt du? Es sind keine drin. Auf der? Auf der anderen. Hast du geschaut? Scheiße. Hier unten sind auch keine drin, oder? Nee. Aber hier sind zwei Schrauben drin. Hier sind zwei Schrauben drin, schau mal. Ich weiß nicht warum, hier sind zwei Schrauben drin. Da sind zwei Schrauben drin. Hier sind keine Schrauben drin. Also wir können vielleicht machen wir so einen Mix aus drei, vier. Hier müssen wir schauen. Vielleicht machen wir auch mal hier das Gestell hier. Sieht aber cool aus Edelstahl geschweißt. Made in Italy. Und jetzt haben wir die gerade gelobt und jetzt fehlen uns einfach Schrauben, ne? Also ich nehme alles wieder zurück. Spaß, ne? Also an Schrauben wird es jetzt nicht scheitern, sagen wir es mal so, aber es ist trotzdem natürlich irgendwo ärgerlich jetzt, dass wir jetzt halt davon, jetzt, wir müssen halt schauen, dass es irgendwo richtig reinkommt, ne? Vielleicht können wir ein bisschen tricksen, dass wir nicht vier Schrauben hier machen, hier drei machen. Und hinten auch drei machen. Hm. Dann hätten wir es, ja. Weil hier, das muss nicht so brutal viel Gewicht aushalten und wenn wir es richtig festmachen, sowieso nicht. Aber es muss auf jeden Fall hinten beim Arm was aushalten, weil dann drücken wir ständig dagegen. Hier drücken wir nicht dagegen, hier stellen wir nur das Bügeleisen ab. Und jetzt in der Hoffnung, dass wir vielleicht das nächste Problem, was ich sehe, es braucht, wo ist das Teil dafür? Das braucht ja auch eine Schraube zum Befestigen. Wir haben es echt gelobt, gell? Wir haben es echt gelobt. Aber irgendwie ist das nicht ganz so cool. Ich glaube, wir haben einfach Schrauben vergessen. Weil hier ist der Aufsatz richtig, da sind auch die kleinen Schrauben. Ich glaube, wir kriegen die großen hier gar nicht mal ran hier. Da hinten ist auch noch eine große drin, aber ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben. Die haben echt vergessen, die haben es einfach vergessen. Die Frage ist, du musst hier in die Mitte oder dann nach rechts? Ich glaube, so sieht das eigentlich gut aus. Nur die Schraube hier raus. Ja gut, notfalls nehme ich mir eine der Schrauben mit und fahre zum Obi. Hm. Also hier sind kleine Schrauben und große Schrauben. Ah, vielleicht fehlt doch keins. Weil wir haben hier einmal kleine und große Schrauben. Also Löcher für kleine und große. Vielleicht ist das so gewollt. Das ist komisch, oder? Findest du nicht? Schon. Also, hier reinkommen. Richtig was. Müssen wir gleich mal
Jetzt, wie mache ich das am besten? Vielleicht komme ich mit der hier jetzt hier drüben rein. Nee, komme ich nicht. Die ist bestimmt für das Ding hier. Ja, ist es auch. Aber hier fehlen uns halt Schrauben dran, ne? Das Problem ist, wenn ich das so anbringe, kann ich nicht schrauben, weil schau dir das mal an. Die Löcher sind dann versetzt. Siehst du das? Die Löcher sind versetzt, dann komme ich hier nicht mehr rein. Das ist daneben. Das ist richtig kacke. Und das Problem ist, diese kleinen Schrauben kriege ich hier nicht rein. Hier brauche ich. Du kannst mal ausprobieren, ob die großen hier reinpassen. Ja, die passen hier rein. Das heißt, uns fehlen 4 von diesen Schrauben. Oh, wie ärgerlich. Das heißt, nochmal raus und zum Obi fahren und Schrauben kaufen. Aber schauen wir mal, was wir dann noch hinkriegen. Schau mal. Also die Schrauben sind nicht mal versenkt. Das muss man auf jeden Fall auch nochmal machen vielleicht. Hier genau das gleiche auch. Überall. Ja, schnell, schnell, schnell. Aber das ist nicht das, was ich von Made in Italy erwarte eigentlich. Bei dem Preis vor allem, weißt du. Das ist ja ein Kleinwagen. Der Julian will natürlich direkt am Preis verhandeln. Und ey, Jungs, ist das Wehbare? Weil hier, die Schrauben sind nicht ordentlich drin, Schrauben fehlen. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt nicht drum herum, dass ich... gut, wir können ohne den Hinterarm nutzen, das ist nicht das Problem. Aber wir müssen auf jeden Fall die Tage oder heute, ich weiß noch nicht, wann ich zum Obi komme, anhand der einen Schraube hingehen und einfach neue Schrauben kaufen, dass wir das hintere Gestell hier dran machen können. Weil so können wir es halt, den hinteren Arm zumindest nicht nutzen. Die Frage ist, ob wir den überhaupt jemals brauchen werden, aber gerade für Ärmel ist es halt ziemlich gut. Aber ich muss nochmal sagen, schaut euch das mal an, wie riesig das ganze Ding ist. Das ist ja also absurd. Ja, sag mal, wo kommt da eigentlich Wasser hin? Also wenn man denkt, wir wissen nicht, ob das unsere Schuld ist oder ob das die Schuld vom Verkäufer ist, ne? Das Problem ist, wir haben uns ein bisschen gerade auf die Schrauben versteift, aber hat sich gerade so ein bisschen kristallisiert, dass wir noch ein größeres Problem haben. Und zwar das Hauptproblem Nummer 1 ist, der Dampfkessel fehlt. Das heißt, wir können mit dem Dampfbügeleisen keinen Dampf erzeugen, weil da ist kein Dampfkessel drin. Das ist nur ein beheizbarer Tisch und der Dampfkessel fehlt. Es gibt jetzt 2 Wege. A, wir schicken das Ding zurück, nehmen es zurück, wir bestellen eins mit Dampfkessel, der da drin ist, oder wir rüsten das nach. Wäre mir auch recht, weil theoretisch, was ich will, ist, dass er hier mit drin ist. Da ist ja auch ansonsten genug Platz mit drin von Battistella. Ich will jetzt keinen haben, der irgendwo daneben steht. Will ich nicht haben. Ist auf jeden Fall keine Option. Wenn es einen gibt, ein Nachrüstding, wo man das hier mit reinmacht, hier habt ihr auch gesehen, diese angefrästen Teile da, wo man rausmachen kann, dann bin ich cool damit, dass wir das nachrüsten, reinstecken, kümmern wir uns auch selber drum. Da müssen wir aber am Montag immer den Verkäufer anrufen, wir haben heute Samstag, das hat so keinen Sinn. Das heißt, das Projekt schließen wir erstmal heute ab und lassen es einfach so stehen. Also das Problem ist, wir haben gerade nachgeschaut, die Bilder, die wir uns angeschaut haben, ist der Anschluss vom Bügeleisen ist hier mit drauf. Da ist der Anschluss für den Dampfkessel mit drauf. Und das fehlt hier alles, was auf dem Bild war. Wir müssen mit dem Verkäufer telefonieren und schauen, wo wir da hinkommen, weil so können wir halt... Wir brauchen den Dampf. Wir brauchen wirklich den Dampf, um damit arbeiten zu können. So geht das. So können wir halt aktuell zumindest nicht nutzen, wie wir es gerne hätten. Wie wir das machen, müssen wir uns irgendwie überlegen, aber so klappt es auf jeden Fall schon mal nicht. Wir halten euch auf den Laufenden. Jetzt haben wir hier einen riesen Tram-Tram gemacht, aufgebaut. Immerhin sind wir jetzt schlauer. Also was lernen wir draus? Lieber gleich direkt aufmachen. Ist ja schon am Freitag gekommen oder Donnerstag, wann war es da? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hätten wir gleich aufmachen müssen, gleich sehen müssen und ansonsten zurückschicken müssen. Aber wir werden mit dem Verkäufer telefonieren. Wir halten euch da aber auf den Laufenden. Also wir sind hier noch nicht fertig. Wir müssen das Ding ja gemeinsam noch in Betrieb nehmen und hier mal die ersten Sachen durchbügeln. Ja, und vielleicht sprechen wir das mit den Schrauben auch mal an. Das ist nicht ganz so schön. Das gefällt mir echt nicht. Das Problem ist, ich will die jetzt vielleicht auch nicht selber rausmachen und dann mache ich irgendwas kaputt. Und dann heißt du was. Dann heißt es, ich war's. Ne? Das müssen wir auch mal ansprechen. Das ist nicht schön. Finde ich nicht schön. Das ist nicht das, was ich für den Preis erwarte. Ja. Wir halten euch auf den Laufenden. Wir schnappen uns die Kamera am Montag und dann erzählen wir euch, wie es weitergeht. Ob es überhaupt weitergeht. Wie es weitergeht, ob wir uns damit zufrieden geben müssen. Aber dazu bald mehr Infos.